Neuen Wind in den Dampfbetrieb der Region Baotou hat die in den letzten Jahren gebaute provinzeigene Linie nach Shenmue gebracht. Das BW in Dongsheng bildet den Betriebsmittelpunkt der Strecke. Der Lokbestand dieser Gesellschaft besteht ausschließlich aus alten Staatsbahnloks der Baureihe QJ. Einer von ihnen macht sich am Morgen mit einem Güterzug auf den Weg nach Baotou. Der landschaftlich interessanteste, aber nur schwer erreichbare Teil der Strecke liegt südlich von Dongsheng. Eine Offroad-Fahrt mit einem der typischen Dreiräder gehört bei Außentemperaturen von minus 20 Grad Celsius nicht unbedingt zu den bequemsten Reisemöglichkeiten. Dem Fahrdienstleiter von Shasha Getai wird gerade der tägliche Personenzug nach Baotou angekündigt. Im Bahnhof Dongsheng findet ein Lokwechsel für die folgenden 200 Kilometer nach Baotou statt. Thank you.
Gebaut wurde die neue Strecke hauptsächlich für den Güterverkehr. Drei Dampfloks werden für die bis zu 4000 Tonnen schweren Züge auf diesem steigungsreichen Abschnitt benötigt.